Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neu Mini Brunnen, unsere Alpenmap. Und ihr seht es, wir sind in unserem Forstgebiet angekommen und das Wetter ist nun auch nicht das allerbeste. Okay, aber es tut keinen Abbruch dem, was wir jetzt eigentlich vorhaben. Denn ihr seht es, ich habe hier den, was ist denn das eigentlich, ein Mulcher oder was? Also auf jeden Fall habe ich damit die Stumpen jetzt entfernt. Ich war hier jetzt schon ein bisschen unterwegs, denn ich war neugierig. Ich wollte mal kurz antesten, wie das dann wird, wenn wir das machen, was wir hier nämlich machen wollen, hier an diesem Bergfeld. Nämlich, nachdem wir ja hier alle unsere Bäumchen hoffentlich irgendwann mal geerntet haben. Die sind jetzt bei 25,5 Metern. Und wir wollen mal gucken, dass die auf jeden Fall über 30 Meter werden. Dann werden die alle verarbeitet. Und dann will ich dieses Feld hier anpassen und zu einem richtig schönen, zu einer schönen Alpenwiese hier auf unserer Map machen. Deswegen war ich jetzt hier mit dem Kleinwalder schon unterwegs, habe hier die ganzen Baumstumpfen hier, Stumpen weggemacht, alles weggefräst. Und jetzt würde ich als nächstes gerne, und deswegen steht jetzt der große Waldra hier mit diesem Gerät, möchte ich dann jetzt mal ein bisschen Feld anlegen, um zu sehen, wie dann das Ganze kommt und wie sich das Ganze darstellt. Wir gehen mal kurz nach oben, so auf Ende des Monats hin. So, also wir haben hier ja ein Stück Feld, das ist ja, ihr seht, da habe ich überall die Stumpen weggemacht, deswegen auch hier überall schon der Boden bearbeitet und die Idee ist natürlich, wir müssen hier oben müssen wir ein bisschen angleichen, ne? Weil hier hat es ja ganz schöne Buckel und wenn wir das mähen wollen, und da bin ich mir ja noch nicht ganz schlüssig, denn wir können zum einen natürlich das generell als Grasfeld nehmen, dann würden wir eventuell dahinter neben den Schafen auf dieser Fläche hier vielleicht dann noch eine Kuh oder einen Kuhstall oder irgendwas hinbauen. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Oder ich würde ja gerne so ein Gehege, also so eine Kuhwiese oder eine Kuhweide oder Schafsweide eben als Weidefeld dann benutzen. Aber da müssen wir mal schauen, was für ein Mod oder ob ich da irgendwas finde für die PlayStation. Wenn ihr da was habt oder eine gute Idee, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ansonsten nicht nur Kommentare, sondern natürlich vielleicht auch ein Däumchen da lasst für die Idee. Legen wir also jetzt mal los. Und das heißt, wir werden jetzt hier ein bisschen am Rand, also zunächst einmal werden wir das Ganze mal hier ein bisschen einebnen. Also angleichen. So, und da müssen wir ein bisschen auf die Kohle achten, ne? Weil das Ganze wird uns natürlich schon Geld kosten. Okay, das machen wir ein bisschen stärker. Und dann legen wir mal los. Ja, wie er sich hier verhält. Wenn er das Ganze hier ein bisschen angleicht, anhebt, abflacht, sodass wir dann auf jeden Fall dann später hier auch gut vorwärts kommen. Also wie gesagt, jetzt erstmal hier nur das Stück von unten beginnend am besten. Damit wir hier einigermaßen dann auch gut arbeiten können, denn ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, weil wenn wir es nämlich dann einebnen, dann weiß ich nicht, ob unser Feld, unser Gras dann verschwindet. Aber nun gut, wie gesagt, das soll ja ein Grasfeld werden. Das andere Problem ist ja eben auch die Bodenbewertung, die wir hier haben, denn die zieht hier unsere ganze Map, unsere ganzen Werte für diese Map hier nach unten. So. Ja, wie gesagt, das soll jetzt erstmal ein Versuchsballon werden. Wir müssen da jetzt nicht ganz so extrem rangehen. Mir geht es vor allen Dingen darum, wie das Ganze sich dann optisch und technisch halt hier ergibt und hermacht. Aber ich hoffe jetzt mal, dass der hier ordentlich das Ganze doch ein bisschen einebnet, anpasst. Okay, wir schauen uns das Ganze mal an. Es muss natürlich nicht ganz eben sein, aber es sollten halt die größten Buckel rausgemacht sein, so wie der hier da vorne zum Beispiel. Ne, weil hier hat es ja schon ganz schöne Buckel, die müssen wir dann irgendwie rauskriegen, damit wir hier ordentlich dann mit dem Meer drüber fahren können. Und da schweben mir natürlich die Gerätschaften aus dem, lass mich mal kurz schauen, welches Paket war das nochmal? Hier müssen wir glaube ich schauen, das, wo haben wir es denn? Hay and Forage Pack. Das wären dann diese Geräte, die wir dann hier mal einsetzen können, weil dann sind wir so richtig am Hang und könnten dann zum Beispiel mit dem hier
das Heu einsammeln. Witzig wäre natürlich auch mal hier mit dem Gerät dann hier zu arbeiten. Also soll heißen, hier haben wir entsprechende Gerätschaften für den Berg, die ich dann auch wirklich hier oben nutzen will, damit wir dann Gras und Heu machen. Und je nachdem, wenn wir die Kühe dann da oben haben, werden wir dann das Stroh hochbringen. So ist erstmal grob die Idee für diese Fläche. Und da hinten wird es dann alles ein bisschen einfacher, glaube ich. Aber hier ist halt, sind so ein paar Dellen drin, die wir noch ausgleichen müssen. Okay, soweit, so gut. Das sollte jetzt erstmal, denke ich, so passen. Okay, jetzt wollte ich irgendwas anderes noch schauen. Ja, stimmt, ich wollte noch mal ganz kurz in die Bodenbewertung gucken. So, hier, denn ich habe das Land ja gekauft, beziehungsweise ich habe jetzt hier auch mal Bodenproben genommen und dann ist es ruckzuck, ich weiß nicht, was es vorher war, nochmal 24, 21 oder ein sehr niedriger Wert, jedenfalls um die 20, ist jetzt mal auf 39 hochgesprungen und wir haben jetzt, wie gesagt, eine Umweltbewertung von 9%. Ich glaube, das hat sich jetzt noch nicht geändert. Ich werde das weiter im Auge behalten, aber ich hoffe ja wirklich, wenn wir hier das, diese ganze Fläche hier bearbeitet haben und das alles dann Wiese ist, dann sollte es doch definitiv auch, was die Bodenwerte angeht, besser werden. Okay, wir machen jetzt als nächstes, außenrum malen wir jetzt ein bisschen. Und zwar werden wir natürlich Wiese malen. Im Moment haben wir da, glaube ich, teilweise, das ist alles Waldboden, glaube ich. So, was machen wir denn? Trockenes Gras oder machen wir normales Gras? Gibt es da noch was anderes? Nö. Trockenes Gras, normales Gras. Eigentlich will ich dann Gras da mal rum. Alles, weil es geht ja darum, dass wir hier ein bisschen einen Rand hinkriegen. Wir haben das so sehr weit hier rüber weggemalt. Und dann malen wir hier ein bisschen Rand, machen ein bisschen Gras da mal rum. Und dann wird da an außenrum eben das Feld erstellt mit dem Waldra. So, jetzt, ich denke, wir nehmen ja ganz normales Gras. Und dann werden wir das ja ein bisschen großzügig hier malen. Ja, das kostet alles Geld. So, da verschwinden dann am Rand die Büsche, aber das ist ja okay. Und das da drunter ist dann auch egal. So, weiter machen wir erstmal gar nicht. So, von wo sehen wir es denn am besten? Von hier, oder? Okay, dann fahren wir hier so, weil ich meine, bis ganz runter werden wir hier nicht fahren. So, ein bisschen wollen wir schon noch stehen lassen hier. Wir könnten es natürlich wirklich bis ran malen. Okay. Ja, wird schon passen. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Pflanzen. Und da muss ich mal schauen. Wir haben natürlich hier die normale Wiese mit Blumen. Das sind aber 50 Euro. Aber ich denke, wir werden hier Gras klein, Gras mittel. Wir werden das Gras mittel nehmen, oder? Ja, ich denke, das ist okay. So, dann fangen wir auch hier unten an. Jetzt überlege ich gerade, machen wir das gleich ein bisschen größer. So, 100% kriegen wir es natürlich auch nicht mehr ran. Aber auf jeden Fall haben wir dann ein bisschen Wiese als Abschluss. Ein bisschen Rand. So. Nun gut, ich meine, dass uns das Ganze ein bisschen Geld kosten wird, ist klar, ne? So, da können wir noch ein bisschen reinhauen hier in die Ecke. Aber das soll uns jetzt auch nicht so weit stören, denn ich glaube, wir haben ja im Moment keine Schulden. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Reserven. Und ich hoffe mir ja auch, dass wir durch das Abholzen, durch
ja, die Bäume, unsere Forstwirtschaft hier das Ganze doch dann sehr lukrativ gestalten. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier einen Blick machen wir das eventuell so. Schauen wir mal. Damit es hier so ein bisschen ordentlichen Abschluss gibt. Okay. Dann wieder rund. War das die Breite? Ja, das war die Breite, glaube ich, oder? Yep. Okay, okay. Dann machen wir hier mal so. Und dann weiter hier so. Ja, dann haben wir auf jeden Fall so ein Stückchen und dann können wir uns aber überlegen, ob wir da eventuell einen Zaun oder was Ähnliches hinmachen. Okay, so stelle ich mir das ungefähr vor und dann müssen wir einfach mal sehen, wie wir dann später mit dem Meer drumherum fahren. Aber letztendlich geht es, wie gesagt, darum, dass wir hier auf jeden Fall eine Wiese hinkriegen, die wir dann eben auch automatisiert bearbeiten können, weil wir ja hier düngen und alles machen wollen. Okay, soweit erstmal so gut. Jetzt holen wir mal den Waltra. Und dann werden wir das Ganze mal hier als Feld anlegen, um zu sehen, ob überhaupt der Waltra damit auch zurechtkommt. So, das Teil hier kann auf jeden Fall Felder anlegen. Wir fahren mal hier ein bisschen rum, schauen mal, wie weit er springt, macht und tut. Ja, da sind schon noch ein paar Macken drin, ne? Ja, ich werde da noch mal ein bisschen glätten. So. Werde noch mal ein bisschen glätten. Okay. Mit Stoff hier. So, ein bisschen macht er hier noch. Weil wenn das Feld dann erstmal erstellt ist, will ich da eigentlich nicht mehr drüber gehen müssen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, am Berg ist es nun mal nicht immer eben. Und dafür hat man ja dann die Gerätschaften, dass die das dann gut ausgleichen. Und der große Traktor hier ist natürlich hier ein ganz anderes Thema. So. Okay, aber ich glaube, jetzt müsste das so einigermaßen passen. Wir klappen nochmal aus. Und dann fahren wir natürlich immer von oben nach unten, schon allein. Wegen der Schwerkraft. Okay. Dann schauen wir noch mal. Ups, falsch. Noch ein bisschen weg. Ja, ja, fangen wir ein bisschen weiter unten an. Fangen wir hier an. Stopp. Rückwärts. Zu viel Schwerkraft. So, wir brauchen das Hilfemenü. Nochmal. Wir brauchen Gerät auswählen, Felder erstellen, zulassen. Okay, dann wird es jetzt spannend. So, dann kriegen wir hier hoffentlich einigermaßen eine ordentliche Feldkante hin. So, stopp. Und stopp. Ja, das sieht doch ordentlich aus. Das sieht einigermaßen gerade aus. Das ist okay. Da kann man dann mähen. Das passt dann. Und wenn es dann noch ein bisschen Gras fehlt, spielt es auch keine Rolle. Dann fahren wir jetzt mal von da oben runter. Ziehen den oder die Grenze. So, ein bisschen zurück. Ja, das sieht auch gut aus von der Linie her, vom Winkel. So, jetzt ein bisschen runter. Ja, also, da wird auch ein Schuh draus, würde ich sagen.
Sehr schön. Okay. Dann haben wir hier ein komplett eine Treckerbreite Luft. Das passt doch. Ja, da tut sie schon schwer, ne? Also berghoch zu pflügen wäre natürlich schon ganz schön anstrengend. Ich glaube, der braucht 240 oder wie viel PS. Also da sind wir ganz, ganz knapp dran hier mit dem Trecker. So, dann hier rum. Ja, ich denke, wir können ein bisschen weiter anfangen, oder? Ja. So, dann fahren wir mal da unten diese Richtung, lassen noch ein bisschen Platz, wie gesagt, zum Einebnen, aber das sieht eigentlich relativ gut aus. Hier werden wir mit Sicherheit gut arbeiten können mit den entsprechenden Gerätschaften am Berg. Und so ist jetzt halt die Idee. Jetzt werde ich hier das Feld noch komplett fertig machen. Dann haben wir hier oben am Berg endlich mal ein ordentliches Feld angelegt und dann können wir eben entsprechend auch arbeiten und reine Wiesenarbeit. Das passt dann wunderbar, denke ich. Und man sieht es ja auch hier an der Steigung, dass das nichts ist für die normalen Traktoren. Da werden wir dann wirklich die Berggeräte einsetzen. Und die Gerätschaften eben aus diesem DLC, mit denen wir dann wirklich am Berg hier arbeiten können. Das wird bestimmt spaßig. Und das Feld ist auch groß, ne? Also es sieht jetzt nur so aus, solange die Bäume hier noch draufstehen. Aber das wird dann schon auch richtig hier Arbeit geben. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir hier natürlich ein ordentliches Feld anlegen, damit die Helfer dann auch vernünftig fahren können. Und dann werden wir hier oben richtig mit Ballen und Ähnlichem arbeiten oder eben das Heu so einsammeln. Dann müssen wir mal schauen. Man könnte natürlich dann mit dem einen Gerät hier das Gras einsammeln und dann unten auf der flachen Ebene mit einem Göweil stationären Wickler arbeiten. Das wäre natürlich dann auch eine Option. Weil hier oben dann direkt am Hang Ballen zu machen, Silageballen oder ähnliches, das wird schwierig. So, dann bekommt wenigstens unsere Alpenmap auch jetzt hier richtigen Alpentouch. Ne, unten im Flachen, im Tal, da haben wir eben unsere Felder, wo wir Getreide und alles anbauen und eben auch das Stroh produzieren für unsere Kühe, für unsere Futtermischration und natürlich auch das Stroh, das wir in den Stall werfen. Und hier oben, da machen wir dann das Heu und sammeln das Gras für die Silage. Und dann können wir uns, wie gesagt, unten im Dorf oder unten im Tal dann wirklich mit den Flächen rein um die Feldfrüchte sozusagen kümmern. Und hier oben am Berg machen wir eben dann reine Graswirtschaft. So. Jetzt müssen wir mal spaßeshalber schauen, ob er es überhaupt schaffen könnte, ja hochzukommen. Denn bis wir das Feld auch komplett dann gepflügt haben, das wird dann auch ein bisschen dauern. Aber es würde gehen. Das Schöne finde ich halt hier an diesem tiefen Lockerer, im Gegensatz zu dem, den wir jetzt haben, dass der halt wirklich hier pflügt, dass man hier diese Pflugtextur dann hat. Das gefällt mir sehr gut und überall rennen die Rehe rum. So, jetzt haben wir noch dieses kleine Eckchen. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Anfang gemacht. Ja, da kann man dann später noch ein paar Büsche oder sowas reinsetzen und ein bisschen die Löcher noch zumachen. Aber im Großen und Ganzen haben wir auf jeden Fall jetzt hier ein Feld erstellt, dass wir dann eben auch Kalken düngen können und ähnliches, damit wir dann eben auch die entsprechenden Werte, Bodenbewertungen bekommen. Okay, Freunde, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, euch gefällt die Idee, dass wir hier oben eine Wiese produzieren bzw. eine Wiese machen, wenn wir hier diese Bäume abgefällt haben oder gefällt haben, dass wir dann also dann uns sozusagen ein bisschen aus der Forstwirtschaft erstmal vorerst hier
ja, verabschieden, dann hier eine ordentliche Wiese hinbauen, uns hier oben dann nochmal vielleicht einen Kuhstall oder ähnliches hinmachen und dann hier oben richtig schöne Wiesenwirtschaft, Graswirtschaft eben betreiben wollen. Okay. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mir immer gerne ein Däumchen oder ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit für unser Projekt, die Alpenmap auf Neu-Mini-Brunnen. Und wir sehen uns demnächst wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss, Ciao, Cheerio, euer Badenfarmer.